Homo was? Homophobie? Das ist ja widerlich. Ich finde, Homophobie gehört verboten. Homophobie ist unnatürlich und nicht von Gott gewollt. Nehmt euch in Acht, die Homophoben wollen die Gesellschaft unterwandern und unsere Kinder homophob machen. Homophobe Pärchen sollten weder heiraten noch Kinder zusammen großziehen dürfen. Kinder brauchen Rollenbilder. Zum Beispiel ein süßes, schwules Gesangsduo. Vor allem aber brauchen sie Werte. Gute moralische Werte. Aber das ist im Lifestyle dieser Homophoben ja nicht vorgesehen. Ich habe mal recherchiert und bin auf die 10 Gründe gegen die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe gestoßen. Klar und nachvollziehbar stehen da Dinge geschrieben wie: Also wenn wir die homosexuelle Ehe erlauben, was hält uns denn dann noch davon ab, weitere unmoralische Auswüchse sexueller Freiheit zu erlauben? Wie sollten wir denn rechtfertigen, nicht auch Pädophilie oder Zoophilie zu erlauben? Bitte was? Ach so, ist das okay. Also wenn nur das Verbot der Homo-Ehe euch davon abhält, morgen gleich ein Huhn zu ficken, dann bin ich vielleicht doch auf eurer Seite. Schwach im Geiste sind die Homophoben. Darum nenne ich sie ja gerne Schwachteln. Dumme Schwachteln. Ich habe mich auch sehr gefreut. Die lauern auch überall. Man sieht es denen auch nicht an. Da macht man nichts an, einen gemütlichen Sonntagsnachmittagsspaziergang mit seinen Kindern und plötzlich steht da so ein homophobes Pärchen im Park. Denkt doch mal einer an die Kinder. Wie soll ich denen das denn erklären? Ja, manche Leute sind halt anders als du und ich. Sie sind dumm. Und intolerant. Also dumm. Homosexualität sei unnatürlich, liest man da. Unnatürlich? Nicht im Sinne der Natur? Das ist kein Argument, dass man früher oder wieder irgendwas anwenden sollte. Also nachdem ich mich heute Morgen mit dem ganz natürlichen Natriumlauryl-Sulfat aus meinem Duschgel eingeschmiert habe und mich in Polyacryl eingekleidet habe, habe ich mich in ein Stück Metall gesetzt, das alte, tote Bäume verbrennt, damit ich mich damit schneller bewegen kann, als ich es mit meinen eigenen Beinen je könnte. Ich liebe meinen natürlichen Lebensstil. Und dann küssen sich da zwei Männer. Das ist doch echt unnatürlich. Wenn du natürlich willst, zieh eine Höhle und iss Rinde. Das ist natürlich ein Schwachsinn. Mein Slam-Kollege Moritz Neumeier hatte ja seine Idee. Also vielleicht wirkt es jetzt weit hergeholt, aber wenn wir alle ständig den Hitlergruß machen und uns mit Heil, mein Führer, begrüßen, dann ist das für die Nazis nichts Besonderes mehr und damit nimmt man ihnen die machtvolle Bedeutung eben dieser Worte und Gesten. Morgens alle so beim Bäcker Heil Hitler, die mehr Nazis, das ist doch gar nicht mehr so geil. Okay, schwierige These zugegeben, aber womöglich auch keine schlechte Strategie für den Umgang mit homophoben Menschen. Jeder potenzielle Hassbegriff wird einfach aufgefasst und neu belegt. Beim Betreten der WG-Party erstmal, na ihr Tucken, rufen uns die Stimme und kochen. Der beste Freund kommt einen mitten in der Nacht von einem 300 Kilometer entfernten Flughafen abholen und bringt Kaffee in der Thermoskanne mit. Da kann man sich doch kurz nach der Abfahrt zu ihm wenden und sagen, du bist eine wirklich gute Schwuchtel. Zack, Hassbegriff entwertet. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel, sagt die Bibel. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es dafür aber auch eine selten vernommene Ausnahme, wenn einer der beiden kleiner ist als 1,30 und der andere ein Talar trägt, dann ist cool. Aber ansonsten übrigens voll die geile Idee, im Jahr 2014 mit der Bibel zu argumentieren. Was steht denn da so zum Thema Ukraine-Konflikt? Vielleicht hilft das noch. Die Legalisierung der Homo-Ehe würde in der Gesellschaft den homosexuellen Lifestyle verbreiten, steht da weiter in dieser Top 10. Homosexueller Lifestyle? Das ergibt doch vorne und hinten keinen Sinn, wenn die heiraten wollen, Liebe, Kinder großziehen, Grillabend und Gartenzwerge. Das sind doch eure konservativen Werte, ihr Schwachteln, klar? Die Homosexuellen haben eine verdorbene Moral. Weil sie immer nur außerehelich Sex haben, oder? Das ist wie wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist, hingehen und sagen, ja, eine Leiter kannst du schon haben, aber dafür musst du erstmal aus dem Brunnen kommen. Lass doch bitte jeden ficken, wen oder was und wie er will, solange es unter beiderseitigem Einverständnis geschieht. Und dann kümmern wir uns zur Abwechslung vielleicht mal um die wirklichen Probleme in der Gesellschaft. Behinderte, schwarze, weibliche, jüdische Ausländer, die sind doch das wahre Problem. Und dann.